Hallo liebe Freunde von Icario, Zeit für einen Jahresrückblick der E-Mobilität und für das Renner- und Penner-Video 2017. Und zwar hat sich ja einiges getan in unserer Heimatstadt Wels in einem Jahr. Klar, es gibt hier viele Firmen, Institutionen, aber auch Einzelpersonen, denen wirklich stark daran gelegen ist, dass etwas weitergeht in der E-Mobilität. Und wir zeigen, was in einem Jahr hier bewirkt werden konnte. Los geht's! Das Matrixlader beim Merkur Wels Nord ist ja optimal an der Autobahnabfahrt gelegen, aber die Dopplergruppe hat sich hier mit der BP-Tankstelle auch ganz ordentlich ins Zeug gelegt und zwei Schnellladestationen hier hergestellt. Wirklich super platziert, auch optimal, wenn der Merkurmarkt mal zu hat und man sich keinen Kaffee oder kein Essen im Restaurant kaufen kann, dann kann man hier bei der Tankstelle gemütlich einen Kaffee trinken, vielleicht am Sonntagabend sogar. Und man muss nicht in der Kälte rumstehen oder im Auto sitzen, sondern kann sich die Ladeweile wirklich super vertreiben. Auch die Ecodrom-Tankstelle hat investiert und hat hier einen Schnelllader hingestellt. Und zwar ist er genau bei den Saugplätzen. Man kann also sein Auto saugen und gleichzeitig laden. Super Sache. Wenn wir uns den Lader kurz ansehen, alles da. AC mit 43 Kilowatt, 50 Kilowatt Gleichstrom, DC und CHAdeMO. Alles da zu bezahlen mit Kreditkarte und Bankomat. Also es wird immer besser. Was ja an sich eine super Sache ist, dass es hier diese 6 Ladestationen gibt beim Interspar. Die Kennzeichnung am Boden ist noch da, aber die Ladestationen fehlen, weil sich Interspar hier nicht mit Ecodrom oder auch umgekehrt verständigen konnte. Absoluter Rückschlag für die E-Mobilität hier in Wels. Was können die Autofahrer dafür, dass sich hier offensichtlich zwei Unternehmen nicht über die Grundstückssituation oder was auch immer einigen können? Bitte Leute! Strengt euch an. Ja, sowas ist absolut negativ. Was natürlich auch in unseren Jahresrückblick mit rein muss, sind diese genialen Ladestationen hier beim Star Movie in Wels. Checkt euch bitte unbedingt auch das Video, das wir über das Star Movie, über diese Ladestationen hier gemacht haben. Also gerade auch, weil wir dieses Engagement beim Kino, beim Star Movie in Wels so genial finden, tut es uns umso mehr weh, dass hier beim Veldorado, wo das Freibad ist, das Hallenbad ist und die Sauna ist, mit riesigen Parkflächen, mit vielen Besuchern, speziell auch im Sommer, aber natürlich auch im Winter, dass hier noch immer eine große Möglichkeit verschenkt wird. Ja, es gibt eine Ladestation, aber was? Wo soll ich hier das Auto hinstellen? Schaut euch mal diese Ladefläche an. Da kommen die Besucher aus dem Freibad raus. Und hier soll ich das Auto hinstellen? Hier hast du einfach keinen Platz, ein Fahrzeug abzustellen. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Hier kannst du maximal einen Elektroroller abstellen oder ein E-Fahrrad. Passenderweise steht diese Ladestation ja genau bei den Fahrradständern. Und zu mehr ist es hier auch nicht zu gebrauchen, weil hier einfach die Parkfläche fehlt. Also hier kann man definitiv noch nachbessern beim Veldorado in Wels. Hier gibt es jede Menge Menschen, die ihr Auto 2, 3, 4, 5 Stunden abstellen und das Auto in Ruhe laden könnte. Hier könnten wirklich tolle Lademöglichkeiten geschaffen werden. Ähnlich wie beim Kino, beim Star Movie in Wels. Hier bei der Rotax-Halle und direkt neben dem Messezentrum Wels gibt es auch super Lademöglichkeiten, werden auch hier schon genutzt. Und zwar ist auch hier super easy sogar ein Typ 2 Ladekabel mit angebracht an der Ladesäule. Hier braucht man nicht mal sein eigenes Kabel mitnehmen oder anstecken. Und eine zweite Ladestation gibt es auch, die natürlich in allen Verzeichnissen eingetragen ist und die problemlos gestartet werden kann. WeCare, WeShare, toller Erfolg auch fürs E-Car-Sharing hier in Wels, das dieses Jahr angelaufen ist. Checkt unbedingt auch unseren Artikel übers E-Car-Sharing, über den Erfolg der ersten 4 Monate und über das neue Fahrzeug, das jetzt zur Verfügung steht. Also eins muss ich euch sagen, wenn ich hier mit Filmen unterwegs bin, da bekommt man eine richtige Abneigung gegen diese Dieselfahrzeuge, die überall herumgurken mit ihren und schon wieder. Gut, das war ein GTI. Aber echt, es kotzt mich schon so an, dieses ständige Gerattere, dieses und diese Abgase, furchtbar. Ich wünsche mir echt, dass ganz viele umsteigen auf E-Mobilität, dass endlich Ruhe ist hier in der Stadt. Ein friedvolles Schnurren und Surren von E-Fahrzeugen, das würde ich mir wünschen, hier in Wels. Ich meine, what the heck, Eurospar, ihr errichtet hier einen neuen Parkplatz mit riesigen Parkmöglichkeiten. Und dann gibt es gerade mal eine popelige Ladestation, die sich vielleicht für E-Fahrräder eignet, aber für nicht viel mehr. Man muss an der Kasse fragen, ob man denn bitte laden darf und dann wird das freigeschaltet, wenn es denn funktioniert. Und ich muss sagen, das ist wirklich schwach, dass hier einfach diese Veränderung in der Gesellschaft, die schon stattgefunden hat, einfach ignoriert wird.
Letztes Jahr wollte ich das schon mit reinnehmen. Da wurden diese Parkflächen gerade erst neu errichtet und ich dachte mir, naja, vielleicht kommen ja noch ein paar Ladestationen mit dazu. Ist aber nicht passiert. Es ist immer noch der gleiche Stand. Ein ganzes Jahr ist verstrichen, nichts ist passiert und hier würde ich mir wirklich eine Änderung wünschen. Die genialen Ladestationen im Norden von Wels haben wir euch also gezeigt. Die Smartrix bei Merkur, die neuen Schnelllader bei der BP und bei Ecodrom. Im Stadtzentrum hat sich ja Wellstrom extrem super engagiert. Wo und wie genau? Seht ihr ja schon im Video vom letzten Jahr. Auch die neue Ladezone beim Star Movie haben wir euch gezeigt. Wo es aber immer noch Probleme gibt, ist der ganze Osten von Wels. Ihr seht den ganzen großen roten Bereich, in dem es noch immer keinerlei Lademöglichkeiten gibt. Letztes Jahr haben wir euch ja die Situation beim Metro und beim ÖMTC gezeigt und zumindest beim ÖMTC habe ich die Info bekommen, dass in Kürze Ladestationen auch am Welser Standort errichtet werden. Aber auch im ganzen riesigen grauen Bereich dazwischen, wo die großen Wohngebiete sind, da gibt es keinerlei Lademöglichkeiten. Hier wären ein paar Ladestationen beim neu errichteten Hofer an der Römerstraße ein echter Lückenschluss. Die Verkabelung wurde beim Bau bereits vorgesehen, jetzt müsste nur noch jemand den Willen haben, etwas zu tun. Ja, und bei all diesen tollen neuen Projekten und Initiativen möchten wir auch noch einmal Danke sagen an die, die sich schon ganz früh für die E-Mobilität auch verdient gemacht haben, wie das Max Center hier zum Beispiel mit den Ladestationen oder auch Wellstrom, die schon lange Zeit auch für die richtige Infrastruktur hier in Wels sorgen. So, das war's mit unserem Jahresrückblick. Ihr habt gesehen, dass sich in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern derzeit einiges tut in einem Jahr, aber auch noch viel Verbesserungspotenzial da ist. Wir würden uns wirklich wünschen, dass manches auf den Weg gebracht wird, dass wir in einem Jahr, wenn wir den Jahresrückblick 2018 machen, sagen können, ja, es geht voran und es hat sich einiges bewegt. Das war's mit unserem Jahresrückblick und mit unserem neuen Renner-Penner-Video 2017. Danke fürs Zusehen. Falls ihr es nicht schon getan habt, abonniert bitte den Kanal, gebt dem Film einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare rein, was sich bei euch in eurer Stadt so tut im Bereich der E-Mobilität und ja, bis bald. Go Green! Mit Style.